Im deutschen Fernsehen werden die Nachrichten ja ganz selten für Gehörlose übersetzt und bei uns sogar ohne GEZ-Gebühren. Wie ist das nur möglich, fragen Sie sich zu Recht, aber wozu haben wir unser kleines Freischnauze-Nachrichtenstudio? Ich würde sagen, Lars, du bist der Gebärdendolmetscher und übersetzt uns alles und alles natürlich, was Caroline Burkhardt zu berichten weiß und alles, was Außenreporter Welke meldet. Ich frage aber erstmal nach den News des Tages. Und dafür brauche ich von Ihnen erstmal ein Haustier. Sagen wir. Mops! Ein Mops! Wir nehmen mal einen Mops, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ist alles klar. Kommt mal auf eure Plätze, Olli. Du bist nämlich in der Kanalisation. Du berichtest aus der Kanalisation, wo ein genmanipulierter Riesenmops gefunden wurde. Caroline Burkhardt hat diese Nachrichten für uns. Und Lars wird Gebärdendolmetschen. Hier sind sie, die Freischnauze XXL News. Hallo und herzlich willkommen zu Punkt 12. Wir unterbrechen das große RTL-Promi-Brieftaubenbraten für eine sehr, sehr wichtige Eilmeldung. In Hessen, in Suffelsbach, wo mein Kollege Olli Welke sich gerade in der Kanalisation befindet, ist ein Riesenmops gefunden worden. Unser Kanalisationskorrespondent Olli Welke ist uns jetzt zugeschaltet. Olli, was ist da los? Ja, in der Tat, hier in der Kanalisation ist vor wenigen Minuten ein genmanipulierter Riesenmops gesichtet worden. Angeblich handelt es sich um den gleichen Mops, der neulich in Pforzheim gesichtet wurde. Und jetzt sind Hundertschaften der Polizei dabei, den Mops wieder einzufangen, weil dieses Tier natürlich blanken Terror verbreitet. Ich verstehe. Es ist also so, dass man in Bezug auf den Ursprung des Mopses noch im Dunkeln tappt. Ja? Ist das so, Herr Welke? Das ist richtig. Allerdings hat ein Professor der Universität Hannover soeben der Polizei gesagt, Kinder, ich will euch hier keinen Ratschlag geben, aber also, entschuldigen Sie, Herr Welke, ich hatte das mit dem Ratschlag, das hatte ich nicht verstanden. Ja. Das wiederhole ich gern. Also ein Professor der Uni Hannover hat gesagt, Kinder, ich will euch keine Ratschläge geben, aber das reicht uns vielleicht für den Moment. Ja. Und er hat gesagt, die Mopsjagd ist immer eine Art Spagat zwischen der nötigen Aggressivität. Aggressivität, aber natürlich auch Vorsicht, weil genmanipulierte Möpse nun mal sehr gefährlich sind. Das ist richtig. Gibt es denn irgendwelche Hinweise für die Bevölkerung, die verängstigte Bevölkerung, was sie unternehmen sollen, falls der Fall aufkommt, dass der Riesenmob, sagen wir mal, in einem privaten Garten oder ähnliches auftaucht? Es ist so, dass die Bevölkerung, die tatsächlich in Panik ist, gewarnt wurde, vor allem auf Mops-Exkrement zu achten. Denn solange man sich von der Exkrementspur fernhält, davon wegbewegt, hat man vielleicht eine Überlebenschance. So haben sich die Menschen in Pforzheim gerettet. Vielen Dank, Herr Welke, aus der Kanalisation in Suffelsbach. Vielen, vielen Dank.
Schwarz-Schläge war auch gut. Schwarz-Schläge war schön. Was? Schwarz-Schläge.